Herzlich willkommen zur letzten Vorlesung im Sommersemester, die vierte inzwischen. Und das heißt, heute sehen wir uns hier das letzte Mal, bevor es dann in die Ferien geht, zumindest bei der Kinderuni. Im Herbst geht es dann weiter. Und bevor es dann wirklich in die Ferien geht, bekommt ihr am Ende von uns noch ein Symbol, das ihr auf euren Studentenausweis aufzeichnen müsst. Bevor es soweit ist, stelle ich mir noch kurz unseren letzten Gast vor. Wir machen nochmal eine letzte Umfrage. Und und dann sage ich euch, wie das ablaufen wird, damit ihr am Ende auch alle euer Zertifikat bekommt. Ja, zuallererst mal würde ich sagen, ihr wisst Bescheid, es gibt den Vortrag, ihr könnt Fragen stellen die ganze Zeit über, nur wir sehen die Fragen, ihr gegenseitig könnt das nicht sehen. Ich sammle alle Fragen, das Team, das Kinder-Uni-Team, was hier im Hintergrund sitzt, sammelt die Fragen auch mit und versucht einige schon zu beantworten. Und ganz am Ende gibt es nochmal die Möglichkeit, die Fragen beantwortet zu bekommen, dann wird unser heutiger Gast die Fragen beantworten. So, es gibt auch heute wieder mehrere Umfragen. Eine davon machen wir jetzt gleich mal so testweise und die bezieht sich auch so ein bisschen auf die Vorlesung vom letzten Mal. Und da ging es ja auch um Nachhaltigkeit, da ging es um Plastik und es wurden auch schon Fragen nach dem Wasser gestellt, kann ich mich erinnern. Und nach dem Pfandfleisch. Um Wasser wird es auch heute gehen, um Leitungswasser. Ja, und damit starten wir mal die Umfrage. Und die lautet nämlich, was macht eure Familie, um nicht so viel Plastik zu verbrauchen? Also, kauft ihr zum Beispiel euer Obst und Gemüse nicht in Packung, sondern kauft das immer lose ein? Oder trinkt ihr Leitungswasser, um nicht so viele Plastikflaschen zu benutzen? Oder sagt ihr, ihr kauft Mehrwegflaschen aus Glas oder aus Plastik? Oder sagt ihr, das ist völlig egal, wir machen einfach alles wie immer und verbrauchen genauso viel Plastik wie vorher? Oder wir machen halt andere Sachen dafür. Also, die vier Antwortmöglichkeiten gibt es. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit abzustimmen. Wir können nicht sehen, wer wofür stimmt, aber wir bekommen am Ende ein Meinungsbild. Also ich zum Beispiel mache erstes und zweites mehr die Flaschen, die sind immer so schwer, deswegen trinke ich lieber Leitungswasser, weil ich so faul bin. Ja, und ich kaufe auch Obst und Gemüse, wenn ich kann, nicht in der Packung, aber manchmal geht das ja auch gar nicht anders. So, ich bin gespannt, was das Ergebnis ist. Und wir können vor allem dann mal unseren heutigen Gast fragen, ob der mal Leitungswasser trinkt, weil der kennt sich nämlich sehr damit aus. Wenn der Leitungswasser trinkt, dann könnt ihr dem vertrauen, der weiß Bescheid. So. Gibt es ein Ergebnis? Oh, die meisten trinken Leitungswasser. Das passt ja wirklich zum heutigen Thema. Die Hälfte von euch trinkt Leitungswasser. Ja, und dann auf Platz 2 kommen die Mehrwegflaschen und das Obst und das Gemüse. Und 6%, das sind immer 11 Teilnehmer, Teilnehmerinnen, sagen, das ist egal. Ja. Das spielt für uns keine Rolle. Gut, okay. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, und jetzt kommen wir wirklich zum heutigen Thema. Und unser heutiger Gast ist Dr. Dirk Freitag-Stechel. Der ist uns aus Radeberg zugeschaltet. Und Dr. Dirk Freitag-Stechel, den könntet ihr vielleicht sogar schon kennen. Denn das ist einer der Sponsoren der Kinderuni. Also den könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, die im Hörsaal immer dabei waren, dass ich vorher mal angesagt habe, die CUP-Laboratorien Dr. Freitag GmbH. Und das ist der Chef der CUP-Laboratorien Dr. Freitag GmbH. Das ist ein sehr schwer auszusprechender Name, aber nach den ganzen vielen Jahren, die uns Herr Dr. Freitag-Stechel schon treu geblieben ist, kann ich auch mir das merken ganz gut. Ja, wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist, denn er ist Experte für Trinkwasser einmal und er hat hier auch in der TU Dresden studiert und seinen Doktor gemacht. Ja, also insofern, er hat Chemie studiert, glaube ich, ne, hier in Dresden, genau, und dann ist er in den Familienbetrieb eingestiegen irgendwann. Vorher war er noch in Italien, in Düsseldorf hat er mal gearbeitet, ist auch richtig rumgekommen. Und jetzt arbeitet er schon viele Jahre hier in Radeberg. Sind Sie aus Radeberg zugeschaltet? Nein, ich bin aktuell tatsächlich aus Dresden zugeschaltet. Aus Dresden zugeschaltet, also gar nicht so weit weg von uns, genau. Ja, wir können jetzt leider nicht an einem Ort sein, aber doch ganz nah. Und Sie werden uns heute was über das Trinkwasser erzählen. Also wo kommt das Wasser eigentlich her? Man wundert sich, ne? Wie kann das sein, dass das so sauber ist? Und wie kann man das gewährleisten? Und was passiert, wenn das Wasser dann aus dem Hahn wieder raus ist und dann wegfließt? Und das sind tatsächlich Fragen, die auch beim letzten Mal schon aufgekommen sind und die man sich ja auch selber immer so ein bisschen stellt, wenn man da einfach den Hahn öffnet und sich wundert, wo kommt das Wasser jetzt her? Und insofern freuen wir uns jetzt sehr auf Ihren Vortrag. Wir sammeln die Fragen währenddessen und am Ende werden wir Ihnen noch, werden wir Sie noch lächeln mit einigen Fragen. Okay, und ja. Bis später und herzlich willkommen nochmal. Vielen, vielen Dank, Herr Schmidt. Es ist mir gerade heute eine besondere Freude, dass ich am Kindertag vortragen darf. Und ich hatte mir den Termin gewünscht,
Deswegen in die Runde ein freundliches Hallo und alles Gute zum Kindertag. Und ich bin beeindruckt, dass ihr nicht zu Hause mit eurer Familie Erdbeertorte esst, sondern dass ihr wissen wollt, wo das Trinkwasser herkommt. Noch mehr beeindruckt bin ich, dass die allermeisten von euch tatsächlich Wasser aus dem Hahn trinken. Und um euch diese Frage schon vorab zu beantworten, in den allermeisten Fällen kann man das Wasser aus dem Hahn völlig bedenkenlos trinken. Es kommt von den Wasserwerken. Ihr werdet dann gleich in meinem Vortrag noch sehen, wie das genau passiert. Sehr, sehr sauberes Trinkwasser. Und mit ein paar einfachen Methoden ist es möglich, zu Hause auch immer richtig schön sauberes Trinkwasser zu haben. So, ich teile jetzt mal meinen Bildschirm mit euch. Und dann legen wir schon los. Thema der Vorlesung: Wie kommt das Wasser in den Wasserhahn? Tatsächlich ist Wasser ein ganz besonderer Stoff. Wasser, ich habe das dann später auch in meinem Vortrag noch, ist die Basis alles Lebens. Wasser ist das, ohne das kein Lebewesen auf der Welt, auch keine Pflanze länger auskommen kann. Und wir hier in Deutschland, wir hier in Europa haben riesengroßes Glück, dass wir einfach nur den Wasserhahn aufdrehen, um dann am Ende zu sagen, ich lasse es ein bisschen laufen und dann kommt wirklich wunderbar klares, gesundes Wasser raus, wie das auch hier dieses Kind trinkt. Was ist Wasser? Es ist ja die Kinderuni, deswegen kann ich euch heute auch ein bisschen Chemie nicht ersparen. Wasser ist rein chemisch gesehen ein Molekül und besteht aus insgesamt drei Atomen. Atome kommt aus dem Griechischen, ist die kleinste unteilbare Einheit. Und Wasser besteht, wie ihr hier seht, aus Sauerstoff oder englisch Oxygen, O, und zwei Atomen Wasserstoff oder englisch Hydrogen, H. Deswegen Wasser ist gleich H2O. Das Besondere, da würde ich aber jetzt nicht drauf eingehen, ist, dass die beiden H-Atome an das Sauerstoffmolekül in so einem komischen Winkel angeflanscht sind. Und die Wassermoleküle haben noch eine ganz besondere Eigenschaft. Die sind in der Lage, sich bei bestimmten Temperaturen oder bei einem bestimmten Druck aneinander zu lagern, auch Kristalle zu bilden oder so aneinander zu lagern, dass die nicht mehr einfach so durch die Luft schwirren. Die Frage, die ich mir immer gestellt habe, war Wasser auf der Erde eigentlich schon immer vorhanden? Oder wie ist das Wasser auf die Erde gekommen? Und ich würde euch jetzt dazu als erstes ein Video zeigen, was das wunderbar beschreibt. Das hier ist unsere Erde vor etwa 4,5 Milliarden Jahren. Damals war sie noch unglaublich heiß und wurde von Asteroiden bombardiert. Von riesigen Klumpen aus Staub und Eis. Durch die große Hitze verdampfte das Eis, der Wasserdampf stieg in die Atmosphäre. Mit der Zeit kühlte die Erde ab und der Dampf wurde wieder zu Wasser. Es begann zu regnen, mehrere 10.000 Jahre lang. Die Erdoberfläche wurde fast vollkommen überflutet. Die Ozeane waren entstanden. Dass das Wasser auf der Erde bleibt und der Wasserdampf nicht einfach ins Weltall entwischt, liegt an der Schwerkraft. Sie hält das flüssige Wasser auf der Erde und den Wasserdampf in der Atmosphäre. Das ist die äußerste Schutzhülle der Erde. Auf keinem anderen Planeten unseres Sonnensystems gibt es flüssiges Wasser. Merkur hat nicht genug Schwerkraft und keine richtige Atmosphäre. Auf der Venus ist es zu heiß, auf dem Mars zu kalt. Die vier äußeren Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun bestehen aus Gas. Also wir haben gesehen, dass Wasser aus dem Weltall zu uns gekommen ist, mit Asteroiden auf die Erde gekommen ist und dann, als die Erde noch ein Feuerball gewesen ist, verdampft ist, durch die Schwerkraft der Erde in der Atmosphäre festgehalten worden ist. Und was mich ganz besonders beeindruckt ist, dass es mehrere 10.000 Jahre lang geregnet hat und dadurch sind dann die Ozeane entstanden. Und die Ozeane sind heute auch noch das, was unseren Planeten zu über 70% bedeckt. Und in den Ozeanen ist das Wasser manchmal Eis, wie am Nordpol,
manchmal Wasserdampf über den Ozean und auch manchmal flüssig, wie hier bei den beiden Jungs im Schwimmbad oder im Ozeanbecken. Und das Besondere an diesen drei Zuständen des Wassers nennt man Aggregatzustände. Wasser hat also bei einem bestimmten Druck, wir haben hier auf der Erde in der Regel einen Bar Druck, ihr seht also diese gestrichelte Linie hier, und Wasser hat bei 1 Bar unter 4 Grad oder unter 0 Grad ist Wasser Eis. 4 Grad ist ein ganz besonderer Punkt, da komme ich dann gleich noch dazu. Über 0 Grad ist Wasser flüssig und über 100 Grad ist Wasser Wasserdampf. Und dieser besondere Punkt 4 Grad, das ist wirklich nur beim Wasser so, nennt man physikalisch Dichteanomalie. Und das führt zu einem ganz besonderen Effekt. Wenn ihr an einem Tag wie heute baden geht, dann hat Wasser vielleicht in einem See oberhalb ungefähr 8 Grad. Und je weiter ihr runtertaucht, umso kälter wird es. Und unten am Grund hat Wasser 4 Grad, ist also am kältesten. Das Besondere ist aber, dass bei 4 Grad Wasser wieder leichter wird. Also wenn Wasser kälter wird als 4 Grad, wird es wieder leichter, es steigt also dann nach oben und ganz besonders leicht ist, wenn es gefriert, dann bildet sich oberhalb des Sees eine Eisschicht. Und das ist der Grund, dass Leben, auch wenn es draußen ganz, ganz kalt ist, überleben kann, weil das Wasser friert von oben nach unten zu und die Fische halten sich dann quasi hier im kälteren Bereich aus. Das ist eine Besonderheit, die neben Wasser nur ganz, ganz wenige Moleküle haben und das nennt man, wie gesagt, die Dichteanomalie. Und das ist unsere Erde, die ihr hier seht, von oben betrachtet. Alle Raumfahrer, alle Kosmonauten, die auf die Erde geschaut haben, waren beginnend mit Juri Gagarin immer sehr beeindruckt, wie blau die Erde aussieht. Und tatsächlich, die Erde ist der blaue Planet. Und das liegt daran, dass etwa 7/10, 70% der Erde mit Wasser bedeckt sind. Das ist die unglaubliche Menge von 1,4 Milliarden Kubikkilometer. Also man nimmt einen Würfel, der eine Kantenlänge von 1 Kilometer hat und nimmt den mal 1.400 Millionen, das ist die Gesamtmenge an Wasser, die auf der Erde zur Verfügung steht. Es ist allerdings fast alles ungenießbares Salzwasser. Und deswegen, das kam ja die Frage schon nach dem Ressourcenverbrauch, es stehen uns von der unfassbaren Menge von 1,4 Milliarden Kubikmetern nur 2,5% als Süßwasser zur Verfügung. Und was ungerecht ist auf unserer Welt, wir in Europa haben relativ viel Süßwasser, aber ihr seht hier schon auf dem auf der Karte, es gibt natürlich auch sehr viele Wüsten, wo sehr wenig Wasser zur Verfügung steht. Das heißt, Wasser ist auf unserer Welt sehr, sehr ungleich verteilt und kann nur unwesentlich transportiert werden. Aber dadurch, dass die Erde durch die Schwerkraft jedes Wassermolekül festhält, kann Wasser nicht verbraucht werden. Es kann also nicht verschwinden, es kann nicht ins Weltall verdunsten. Außer ein paar Liter, die vielleicht mit einem Raumschiff ins Weltall gelangen. Und es bleibt auf der Erde. Das heißt, wenn man es reinigt, kann man es immer wieder zur Verfügung stellen. Und das ist tatsächlich die Aufgabe der Stadtwerke. Das werde ich euch dann später noch erklären, wie das funktioniert. Ganz, ganz wichtig, wir haben es schon gesagt, trinkt viel Wasser. Wasser ist die Basis alles Lebens. Und meine Großmutter hat immer gesagt, ohne Wasser, merkt ihr das, wäre unsere Welt ein leeres Fass. Und das ist für mich immer so ein bisschen der Leitspruch gewesen. Wo Wasser ist, ist auch Leben. Und wo Wasser ist, ist auch Gesundheit. Und jetzt kommt die Frage, warum ist Trinkwasser so wichtig für uns? Wir bestehen Erwachsene zu ein bisschen mehr als die Hälfte, Kinder sogar noch mehr aus Wasser.
Deswegen ist es für uns ganz, ganz besonders wichtig, regelmäßig viel Wasser zu trinken, 1 bis 2 bis 3 Liter pro Tag und am besten Trinkwasser aus der Leitung, was ein bisschen abgelaufen ist, und weniger Cola, Limo, Alkohol sind nicht so empfehlenswert, sondern tatsächlich hauptsächlich Trinkwasser. Und der Grund dafür ist, dass die Sachen, die uns zum Denken bringen, wie das Gehirn, was uns beim Atmen hilft, die Lunge, aber auch unser Blut zu deutlich über 70% aus Wasser bestehen. Das heißt, wenn wir vergessen zu trinken, dann geht unsere Leistungsfähigkeit drastisch nach unten und wir können sogar krank werden davon. Ein Mensch kann ohne Essen so 10 bis vielleicht auch 30 Tage auskommen. Wenn ein Mensch kein Trinkwasser hat, wird es nach 2 bis 3 Tagen schon extrem schwierig. Deswegen vergesst nie, immer ausreichend Wasser trinken. Und jetzt habe ich eine Umfrage. Ich weiß nicht, ob die Kollegen von der Kinderuni das einblenden können, während ich meine Präsentation mache. Genau. Und die Frage ist, ich habe ja gerade sehr über Trinken geredet. Stimmt mal ab, wofür benötigen wir denn das meiste Trinkwasser in Deutschland? Und es gibt die Punkte A für die Toilettenspülung, B zum Kochen und Trinken und C zum Waschen und Baden. Und ich warte jetzt gespannt auf das Ergebnis. Perfekt. Also es sagen ungefähr 14% von euch, das heißt ungefähr jeder Zehnte für die Toilettenspülung, ungefähr jeder Fünfte sagt, das meiste Wasser, was wir brauchen, nehmen wir zum Kochen und Trinken. Und 70%, genau die Menge, wie auch unsere Erde mit Wasser bedeckt ist, sagen zum Waschen und Baden. So, das ist das Kind, was ist. Das ist der Mann, der putzt. Und es ist tatsächlich so, also die 70%, die abgestimmt haben, haben recht. Wir brauchen ungefähr ein Drittel des Wassers, was wir jeden Tag verbrauchen, für die Körperpflege, Baden und Duschen. Etwa ein Viertel des Wassers, was wir nehmen, brauchen wir tatsächlich für die Toilettenspülung. Ein Zehntel des Wassers, was wir jeder von uns verbrauchen, geht für das Wäschewaschen verloren. Geschirrspülen 6%, fürs Putzen zu Hause auch ungefähr 6% und tatsächlich nur ein relativ geringer Teil wird für Essen und Trinken verwendet. Das ist aber natürlich der Grund, das Wasser für das Essen und Trinken, warum wir zum Beispiel als Labor, aber auch die Stadtwerke so einen großen Wert darauf legen, dass das Wasser sauber und gesund ist, damit man von dem Genuss von Wasser nicht krank wird. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wenn wir das meiste Wasser für Waschen und Baden verbrauchen jeden Tag, schätzt doch mal, wie viel Wasser verbraucht jeder Mensch in Deutschland jeden Tag? A, 2 Liter. Das sind etwa 2 große Wasserflaschen, also so ungefähr, das ist ein halber Liter, 4 von den Glasflaschen. Oder ein voller Wassereimer, 10 Liter. Oder die, finde ich, sehr große Menge, weil ich bade nicht jeden Tag in einer Badewanne, von 120 bis 150 Litern. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Wie viel Wasser verbraucht jeder Mensch, jedes Kind, jedes Baby, jeder Erwachsene in Deutschland im Durchschnitt?
Wunderbar. Ihr seid sehr, sehr gute Studenten. Auch hier hat die Mehrheit richtig abgestimmt. Wir brauchen tatsächlich pro Mensch in Deutschland, und da zählt jeder mit, eine Badewanne voll Wasser. 120 Liter bis 150 Liter, eine volle Badewanne voll sauberes Trinkwasser. Das meiste geht, wie gesagt, für die Körperpflege, wird für die Körperpflege verwendet und nur ein relativ geringer Teil, etwa 4% für Waschen und Kochen. Und jetzt ist die Frage, wir haben ja gesagt, Wasser ist in Deutschland reichlich vorhanden. Wasser kommt immer aus der Leitung. Es ist eine große Katastrophe, wenn jemand die Leitung aufdreht und da kommt vielleicht braunes Wasser raus oder vielleicht gar kein Wasser. Deswegen ist die Frage, wo kommt das Trinkwasser in Deutschland eigentlich her? Und das meiste Wasser, was wir in Deutschland haben, ist Grundwasser. Das sind auch wieder ungefähr 70%. Ungefähr jeder zehnte Liter an Wasser kommt aus Quellen. Es wird auch Wasser aus Flüssen gewonnen und auch Seen und Talsperren sind große Trinkwasserspeicher, die uns dann helfen, uns Wasser zur Verfügung zu stellen. Und damit haben wir uns zu der einzigen Folie in der Vorlesung gearbeitet, die für euch wichtig ist und die ihr im Kopf behalten müsst. Dann habt ihr im Prinzip den kompletten Wasserkreislauf verstanden. Wir fangen nochmal mit dem an, was wir gelernt haben. Wir haben gesagt, vor sehr, sehr langer Zeit hat es mal 10.000 Jahre lang geregnet. Es ist Salzwasser entstanden. Das heißt, auf die Meere scheint die Sonne und damit verdunstet das Wasser. Erinnert euch an die Aggregatzustände von Wasser. Es gab flüssig, es gab Eis und es gab gasförmig. Und wenn die Sonne auf das Wasser scheint, verdunstet das Wasser und es entstehen Wolken. Die Wolken schneien oder regnen auf die Erde, natürlich auch ins Meer, dann ist der Kreislauf sofort beendet, aber regnen auf die Erde. Und dann läuft das Wasser eben in Talsperren, wird als Oberflächenwasser gewonnen und geht dann ins Wasserwerk oder es sickert durch den Boden nach unten ins Grundwasser oder es geht in Flüsse und wird dort gewonnen und landet aber am Ende immer in einem Wasserwerk. Hier in Dresden ist das zum Beispiel die Drewag, aber jede größere Stadt hat ein eigenes Wasserwerk, wird dann aufbereitet und geht dann zu uns direkt in die Häuser, läuft sauber aus dem Hahn. Das Abwasser schütten wir ja auch nicht mehr auf die Straße wie früher, sondern geht dann in eine Kläranlage. Wird aufgereinigt, das ist ein Thema für einen anderen Vortrag, da ist auch jede Menge Technologie drin und wird dann, wenn das gereinigt ist, über Flüsse wieder ins Meer geleitet und dort beginnt der Kreislauf dann von vorn. Und die Frage ist, wie geht das jetzt genau mit dem Wasser? Und da habe ich euch ein zweites wunderbares Video der Stadtwerke Regensburg mitgebracht und das würde ich euch gern jetzt zeigen. Das ist Peter. Peter ist ein ziemlich normaler Typ. 1,81 groß, braune Augen, Schuhgröße 41. Normalleben. Ganz besonders an Peter ist aber sein Arbeitsplatz. Hinter vielen Türen versteckt, verbirgt sich ein wertvoller Rohstoff. Peter wacht über das Trinkwasser, das bei euch zu Hause ganz selbstverständlich aus dem Wasserhahn kommt. Doch bevor es dort ankommt, hat es eine ziemlich lange Reise hinter sich. Und wir von der REWAG begleiten es auf dem Weg zu euch nach Hause. Was als Regen vom Himmel fällt, sickert irgendwann ins Grundwasser. Und das dauert. Manchmal über 50 Jahre. Dort angekommen ist es durch viele verschiedene Bodenschichten so oft gefiltert worden, dass es bereits Trinkwasserqualität hat. Nur dummerweise steckt es nun tief im Boden, unerreichbar für uns. Zumindest war das früher so. Noch vor 150 Jahren waren die Menschen auf Brunnen angewiesen. Das Wasser holten sie zum Beispiel aus Brunnstuben.
gab es etwa 1200 in der Stadt. Manche sind heute noch zu sehen. Aber es gab ein Problem. Nur jeder dritte davon lieferte gesundes Trinkwasser. Viele Menschen wurden krank. Oft starben sie sogar an den Folgen des verunreinigten Wassers. Manchmal auch Kinder. Dabei lag die Lösung so nah. Die zündende Idee hatte dieser Mann, Oskar von Stobäus. Er war Bürgermeister von Regensburg und ordnete den Bau des Wasserwerks in Sallern an. Seit 1875 und bis heute wird hier Grundwasser gefördert. Zu Höchstzeiten könnten die Pumpen in den drei Brunnen 1200 Liter Wasser fördern, pro Sekunde. Das sind 8 volle Badewannen jede Sekunde. Dazu braucht es ziemlich tiefe Löcher, bis zu 167 Meter tief. Zum Vergleich, der Dom ist nur 105 Meter hoch. Aber weil Regensburg ständig wächst, gibt es inzwischen noch weitere Brunnen. Zum Beispiel hier am oberen Wörth. Auf der Wiese ist nicht viel zu sehen. Aber darunter passiert eine ganze Menge. Hier wird nicht nur Grundwasser gefördert, sondern man verwendet auch das Wasser, das von der nahen Donau in den Boden sickert. Das wird natürlich gefiltert und kann nach etwa 70 Tagen aus dem Boden geholt werden. Das erledigen 5 unterschiedliche Brunnen mit bis zu 16 Metern Tiefe. Da kommen nochmal 400 Liter oder 2,5 Badewannen pro Sekunde zusammen. Klingt erstmal nach viel Wasser. Aber jeder von uns verbraucht jeden Tag auch ziemlich viel davon. Fast eine Badewanne voll. Das meiste verbrauchen wir bei der Körperpflege, beim Waschen und beim Putzen. Das Wasser, das wir tatsächlich trinken, macht eigentlich nur einen kleinen Teil davon aus. Aber zurück zu unseren Brunnen. In Sallern und am oberen Wörth durchläuft unser Wasser nur noch ein paar Schritte, um die ohnehin gute Qualität noch zu verbessern. Mit Hilfe von Chlor werden sogar die kleinsten Verunreinigungen entfernt. Damit das Chlor nicht im Trinkwasser landet, wird es wieder vollständig herausgefiltert. Und so geht das Wasser auf die Reise. Apropos Verunreinigungen. Damit die erst gar nicht entstehen, gibt es rund um die Brunnen verschiedene Schutzzonen. Hier gelten besondere Regeln für alles, was unser Wasser verschmutzen könnte. Aber Kontrolle muss natürlich trotzdem sein. Dafür ist Susanne zuständig. Das Ergebnis? Das Regensburger Wasser enthält viele Mineralstoffe, die unser Körper braucht, um zu funktionieren. Der besteht schließlich zum Großteil aus Wasser. Also, alles gut, Susanne? Jetzt wird das Wasser mit Pumpen vom Brunnen zum Hochbehälter befördert und dort gespeichert. Sogar eine Meerjungfrau gibt es hier. Auf dem Steinbuckel und den 11 weiteren Hochbehältern lagert so viel Wasser, dass Regensburg auch im Notfall immer versorgt ist. 39 Millionen Liter. Und versorgt werden die Bürger Tag und Nacht. Wie der Name schon sagt, liegen die Hochbehälter über der Stadt. Das Wasser kann also von dort aus bequem nach unten zu den Haushalten fließen. Alle Wasserleitungen Regensburgs zusammen würden übrigens bis zum Papst nach Rom reichen. Aber der hat bestimmt sein eigenes Wasser. Zurück nach Regensburg. Endlich ist das Wasser dort, wo wir es brauchen. Zu Hause am Wasserhahn oder bei der Feuerwehr am Hydranten oder im Becken vom das Stadtwerk Westbad. Und dass niemand auf dem Trockenen sitzt, dafür sorgt Tobi in der Netzleitstelle. Mit all den Monitoren hat er den Überblick über das Leitungsnetz und wer gerade wo wie viel Wasser braucht. Dann stören wir Tobi mal nicht länger. Ganz schön viel, was so ein Regentropfen alles erlebt, bis er als Trinkwasser bei uns ankommt. Aber zum Glück kümmern sich darum Profis wie Peter, Susanne und Tobi von der REWAG. Und ihr müsst einfach nur zu Hause den Wasserhahn aufdrehen. So, also ihr habt gesehen, wie das in Regensburg funktioniert. Jetzt ist Regensburg in etwa nur ein Drittel so groß wie Dresden. Und ich habe euch hier mal die Wasserleitung Dresdens aufgemalt.
und habe eine Frage an euch. In dem sehr schönen YouTube-Video, was wir über Regensburg gesehen haben, hat der Moderator gesagt, dass wenn man alle Wasserleitungen Regensburgs zusammennimmt, man von Regensburg bis nach Rom kommt. Jetzt schätzt mal bitte, das ist die nächste Umfrage, wenn man alle Wasserleitungen Dresdens aneinanderlegen würde, wo würde man da rauskommen? Würde man bis zum Nordpol kommen? Etwa knapp 4000 Kilometer? Würde man bis zur Ostsee kommen? Oder würden wir es sogar an Regensburg und an Rom vorbei bis nach Italien ans Mittelmeer schaffen? Stimmt mal bitte ab und schätzt mal. Bis zum Nordpol, bis zur Ostsee oder bis nach Italien ans Mittelmeer. Ihr seht auch sehr schön auf dem Schaubild, dass Dresden wie unter einem Spinnennetz von Wasserleitungen liegt. Es ist natürlich in der Realität so, dass die Wasserleitungen unter uns sind. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Wunderbar. Auch das hat die Mehrheit wieder richtig beantwortet. Es ist tatsächlich so, wenn man alle Wasserleitungen Dresdens aneinanderlegt, dann kommen da über 2000 Kilometer zusammen. Blaue Leitungen, die direkt unter uns liegen. Das ist tatsächlich auch das Besondere an dem, an den Trinkwasserleitungen, dass die immer blau gekennzeichnet sind. Ihr müsst mal gucken, wenn auf der Straße gebaut wird, dann seht ihr die auch groß und klein, wie die verlegt werden. Die sind auch innen drin, müssen die ganz besonders geschützt werden, dass da schon beim Verlegen keine Bakterien reinkommen. Und es ist tatsächlich so, wenn man die alle aneinanderlegen würde, dann würde man es schaffen, Wasser von Dresden bis nach Sizilien zu schicken. Finde ich eine unglaubliche Menge an Leitungen, die unter uns liegen. Und ihr habt ja auch in dem Video, was ich euch gezeigt habe, gesehen, dass da Menschen an sehr modernen Geräten arbeiten, die mit sehr viel Computertechnik dafür sorgen, dass wir zu jeder Tages- und Nachtzeit genügend Wasser haben, was aus dem Hahn kommen kann. Und das muss auch unter anderem dann gelten, es ist ja bald wieder Fußball-Europameisterschaft, wenn in der Halbzeitpause des Finales der Fußball-Europameisterschaft die halbe Bevölkerung Dresdens auf Toilette geht. Auch dann muss der Wasserdruck da sein. Also es ist eine wahnsinnige Herausforderung für den Wasserversorger, die er auch sehr gut macht. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir mit Trinkwasser normalerweise immer verbinden. Wir machen uns immer Gedanken. Wir machen uns wenig Gedanken, wo kommt es her? Wir machen uns wenig Gedanken, wo geht es hin? Aber wir machen uns viel Gedanken darüber, ist es sauber? Ist es rein? Ist es genusstauglich? Oder schadet es mir, wenn ich Wasser aus der Leitung trinke? Und wir haben in Deutschland das große Glück, dass wir ein Gesetz haben, die Trinkwasserverordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt, sodass sich jeder Mensch in Deutschland darauf verlassen kann. Und die Wasserversorger, wie auch hier die Drewag in Dresden, analysieren ihr Wasser jeden Tag selbst. Ihr seht, die machen insgesamt 12.000 Analysen pro Jahr mit dem Trinkwasser, was die produzieren. Und wenn ihr euch interessiert, wie die Werte des Wassers bei euch zu Hause sind, dann geht einfach ins Internet auf die Website der Drewag, sucht euren Stadtteil raus, dann kommt ihr relativ leicht auf das Wasserwerk, was euch beliefert, und dann könnt ihr direkt die Analysen einsehen und seht auch, dass die Grenzwerte in jedem Falle unterschritten werden. Denn die Qualität des Wassers wird in Deutschland durch die Gesundheitsämter überwacht. Wir arbeiten auch viel für Gesundheitsämter und wir wissen, dass die keinen Spaß verstehen. Und damit die Stadtwerke sich nicht selbst überwachen, gibt es auch uns. Wir als CUP-Laboratorien sind auch eins der größeren Trinkwasserlaboratorien in Sachsen. Und wir kontrollieren die Trinkwasserqualität der Wasserversorger. Wir kontrollieren, sind die Leitungen, wenn die verlegt werden, sauber. Und wir kontrollieren, sind auch zu Hause in den Häusern die Leitung sauber. Das heißt, wir schicken auch Probenehmer in die Wohnung der Menschen. Und das ist, was ihr hier seht, unser Gebäude in Radeberg. Das heißt, wir haben ein super modernes Laborgebäude. Und was viel wichtiger ist als ein modernes Gebäude, wir haben sehr, sehr gute Mitarbeiter.
Junge Männer und Frauen arbeiten bei uns an ganz, ganz tollen, aber auch leider teuren Geräten. Ihr habt gesehen, dass die Frau bei den Stadtwerken in Regensburg das gemacht hat, was man sich üblicherweise vorstellt, wenn man Trinkwasser analysiert. Man nimmt Wasser, tut das in ein Glas, gibt einen Indikator dazu und schaut, schlägt es um oder nicht. Die Realität ist aber, dass man an diesen viele tausend Euro teuren Geräten sehr, sehr genaue Analysen machen muss und da aber auch wirklich rausbekommt, sind Schwermetalle im Wasser enthalten, Chemikalien oder zum Beispiel auch Bakterien. Bakterien ist tatsächlich eines der häufigen Probleme im Wasser. Ihr habt gesehen, dass schon die Stadtwerke selbst mit Chlor die Bakterien bekämpfen. Und es soll natürlich auch nicht so sein, dass die sich in den Leitungen anreichern. Deswegen kontrollieren wir das dann auch noch, dass keine Bakterien im Wasser enthalten sind. Es gibt die verschiedensten Methoden, nach denen wir das Ganze untersuchen. Und auch das ist was, was man studiert haben muss oder wo man lange Ausbildungen gemacht haben muss. Und ich bin sehr stolz auf meine tollen Kollegen. Bei uns arbeitet zum Beispiel die beste Auszubildende Sachsens im Bereich der Biologie aus dem Jahr 2019. Man muss, wenn man Wasser untersuchen will, auch, man sagt, akkreditiert sein. Das heißt, es darf nicht jedes Labor in Deutschland einfach so sagen, ich untersuche jetzt mal Trinkwasser und mache das irgendwie. Also auch wir werden wieder überwacht und wir tun natürlich auch einiges dafür, dass unsere Mitarbeiter sich bei uns wohlfühlen und für euch toll das Trinkwasser untersuchen können. Und ich bin überzeugt, dass im Chat jetzt jede Menge Fragen zusammengekommen sind. Insgesamt 99, über 99. Und ich sehe schon eine spannende Frage, aber ich denke, Herr Schmidt wird das moderieren und wird mir jetzt die spannenden Fragen stellen und ich versuche, die zu beantworten. So, ja, hallo. Ich habe noch bis zuletzt mitgeschrieben, weil es wirklich so viele Fragen waren, dass ich kaum hinterhergekommen bin. Und ich glaube, wir können auch nicht alle Fragen stellen. Wir haben auch einige Fragen so ein bisschen zusammengefasst. Und eine Frage, die auch tatsächlich sehr oft kam. Ach so, Entschuldigung. Ich sehe gerade einen Tropfen auf Ihrer Brust. Einen blauen Tropfen. Und der sagt mir, dass das Symbol für heute ein Wassertropfen ist. Ja, das müssen wir noch loswerden. Nicht, wenn ich das jetzt vergesse und wer jetzt gerade nicht mehr teilnehmen kann, schnell weg muss. Ein Wassertropfen, ganz wichtig, super. Und den sollte jeder malen, zeichnen können auf den Studentenausweis. Und den Studentenausweis müsstet ihr dann in den nächsten 14 Tagen bis Mitte Juni, bis zum 15. Juni, als Foto an uns schicken. Also macht einfach ein Foto vom Studentenausweis, schickt das digital zu uns und dann bekommt ihr am Ende euer Zertifikat. Ganz wichtig. Ja, also der Wassertropfen nochmal für alle, die es noch nicht gehört haben. Gut, jetzt aber kommen wir wirklich zu den Fragen. Eine Frage, die ganz, ganz oft kam, war, wie ist denn das, wenn das so viele Zehntausende Jahre regnet? Und das ist doch eigentlich Süßwasser, was da oben runterkommt. Warum sind die Meere dann so salzig am Ende? Wie kommt das Wasser in die Meere? Und das haben Henriette gefragt, Maximilian, Sophia und David und Pendolin. Also Sie hören schon, ganz, ganz viele hat das interessiert. Das Wasser ist tatsächlich so, wenn Wasser vom Himmel fällt, dann ist das nicht nur Süßwasser, dann ist das sogar destilliertes Wasser. Das heißt, da sind überhaupt keine, man nennt das Ionen drin. Ich würde es einfach mal Salz nennen. Und wenn das Wasser allerdings dann auf die Erde fällt, dann löst das auf dem Boden, der auf der Erde ist, verschiedene Salze draus. Da ist natürlich Natriumchlorid dabei, das ist das typische Kochsalz, aber auch verschiedene andere Salze. Und dadurch, dass dann wieder Wasser in die Atmosphäre gekommen ist, hat sich das immer mehr aufkonzentriert in den Meeren, sodass die Meere jetzt unterschiedlich salzig sind, aber alle salzig sind. Wenn Sie in der Ostsee sind oder wenn ihr in der Ostsee seid, da kann man so einen Schluck Wasser schon noch irgendwo vertragen. Am Toten Meer kann man sich sogar aufs Wasser legen, weil so viel Salz drin ist. Also das Wasser löst das Salz aus der Erde, ist die Antwort auf die Frage. Und dann gab es noch die Frage, und die kam ja gerade zuletzt, habe ich gerade noch gesehen, das war die letzte Frage, die ich mir notiert habe, wie kommt denn das Wasser auf die Asteroiden, die auf die Erde kommen? Das ist eine Frage, die wir wahrscheinlich gar nicht beantworten können, oder? Naja, es hat sich ja, also die Theorie ist ja, dass unsere Welt durch den Urknall entstanden ist. Und dann hat sich eine große Masse an unterschiedlichen Gasen und verschiedenen Gesteinsbrocken, also Materie, ausgebildet. Und da muss auch Wasser dabei gewesen sein. Und da es im Weltall unglaublich kalt ist,
ist das Wasser dann zu Eis gefroren und schwebt so. Es muss unglaublich viel Wasser im Weltall geben. Und die Asteroiden sind häufig auch Gasbälle. Es gibt ja sogar Planeten, die Gasbälle sind. Und da ist eben auch Wasser dabei. Und wenn sowas dann die Erde trifft, dann verdampft es, die Erde hält das Wasser fest, es regnet, es bilden sich Ozeane. Okay, super. Eine Frage, die auch sehr viele Kinder bewegt hat, hatten der letzten Vorlesung zu tun, da ging es um Plastik. Und dann wollten schon viele wissen, ist da auch Mikroplastik, was ja irgendwie in den Weltmeeren ist das auch in unserem Trinkwasser drin und kann man das irgendwo rausfiltern? Also klare Frage, klare Antwort auf die Frage, ja, wenn Wasser aus dem Fluss kommt oder aus dem Klärwerk, dann ist das mit Mikroplastik verunreinigt. Die Wasserwerke, also bei Grundwasser braucht man sich nicht so viel Gedanken machen, weil ihr habt ja gesehen, dass in dem Video gezeigt wurde, dass es manchmal viele Jahre dauert, bis das Wasser von der Oberfläche ins Grundwasser sinkt. Und während das durch die Gesteinsschichten sickert, wird auch das Mikroplastik rausgefiltert. Bei Uferfiltrat oder bei Talsperrenwasser ist es tatsächlich so, dass die Wasserwerke Sandfilter haben und weitere Filter vorgeschaltet haben, um das Plastik rauszufiltrieren. Aber Mikroplastik wird, bin ich sehr überzeugt davon, in der Zukunft auch ein Parameter sein, der standardmäßig im Trinkwasser untersucht wird. Eins der großen Probleme unserer Zeit. Also wirklich. Nimmt Glasflaschen. Plastik ist zu hinterfragen, um es vorsichtig zu sagen. Aber da gab es ja eine Vorlesung dazu. Genau, und da ging es auch genau darum. Und heute haben wir nochmal belegt dafür, dass wir das Trinkwasser auch wirklich trinken können. Jetzt fragte aber jemand, wie viel verbrauchen wir alle im Jahr in Deutschland an Wasser? Das hätten wir natürlich vielleicht hochrechnen können, wenn wir wissen, wie viele hier leben. Ja, Kannst du das sagen? wenn wir sagen, wir haben 80 Millionen Einwohner, sagen wir mal 100 Millionen mal 100 sind eine Milliarde, 10 Milliarden Liter, grob geschätzt. Ja. Und jetzt kam auch die Frage, und die passt auch ganz gut dazu. Unsere Eltern sagen immer, der Lohner hat das gesagt, unsere Eltern sagen, wir sollen nicht so viel Wasser verbrauchen. Aber warum sollten wir nicht so viel Wasser brauchen, wenn das Wasser gar nicht verbraucht werden kann, sondern nur gebraucht? Also ist das überhaupt ein Grund, nicht so viel Wasser zu verbrauchen? Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Tatsächlich sagen die Wasserversorger, man kann, und da geht es gar nicht ums Geld, nicht zu wenig Wasser verbrauchen. Es ist natürlich so, dass auch das Reinigen des Wassers dann wieder Ressourcen braucht, die ja auch irgendwo herkommen müssen, Energie etc. etc. Das heißt, man sollte mit Wasser schon sparsam umgehen. Es ist aber eher ein ökologischer Aspekt als ein finanzieller Aspekt. 1000 Liter Wasser kosten, und das ist ein Würfel, der eine Kantenlänge von 1 Meter hat, kosten ungefähr 5 Euro. Das heißt, wenn er das runterrechnet, eine Badewanne voll Wasser ungefähr 50 Cent, das ist jetzt finanziell nicht die allergrößte Belastung. Und die Wasserwerke lieben es, wenn viel Wasser verbraucht wird, weil natürlich die Leitung gespült wird. Und das ist auch ein Tipp zu Hause, wenn ihr Durst habt, wenn ihr aus der Schule kommt und Durst habt, dann bitte das Wasser erstmal laufen lassen. Ungefähr 5 Minuten, auch wenn die Mutti schimpft, bis es richtig schön kalt aus der Leitung kommt, weil dann sind die ganzen schädlichen Effekte, die durch Außen-der-Haus-Installationen kommen können, sind raus und ihr kriegt wirklich das perfekte, klare Wasser von den Stadtwerken, der Drehwag hier in Dresden. Okay, super. Dann gab es eine Frage von Annika. Die Annika sagt, bei uns riecht das Wasser nach Chlor. Kann das sein? Warum ist das so? Ja. Das kann tatsächlich sein. Das hat damit zu tun, dass die Stadtwerke natürlich Chlor zugeben. Es ist so, dass auch wenn das Wasser ein bisschen nach Chlor riecht, für das Wasser das gilt, was ich in meiner Folie gesagt habe, dass es genießbar ist und dass es gesund ist. Es gibt so diesen geflügelten Spruch, die Europäer trinken Wasser nicht, wenn es nach Chlor riecht, und die Amerikaner trinken Wasser nicht, wenn es nicht nach Chlor riecht. Denn es gibt Gegenden, ich habe, wie gesagt, in Italien studiert, da riecht das Wasser auch sehr nach Chlor. Da ist die Mikrobiologie durch die Temperaturen etwas intensiver und da muss natürlich mehr Chlor zugegeben werden. Da gibt es, ja, der einfachste Trick ist das Wasser abkochen, dann ist das Chlor mit weg. Da muss man natürlich warten, bis es wieder abgekühlt ist, bevor man sprudeln kann. Aber wenn es aus dem Wassersprudler kommt, müsste das Chlor eigentlich auch nicht mehr zu riechen sein, weil das durch das CO2 verdrängt wird. Okay, jetzt kommen hier gerade noch ganz aktuell ein paar Fragen rein. Einmal die Frage,
Welche Temperatur hat das Wasser erstmal, wenn es aus dem Berg kommt, also wenn es in die Leitung kommt, hat das immer die gleiche Temperatur? Und die zweite Frage ist, wie wird das Wasser dann eben warm? Das Wasser, was aus dem Wasserwerk kommt, das differiert so ein bisschen zwischen Sommer und Winter. Es sind so zwischen 8 und 16 Grad, hängt doch so ein bisschen von der Geologie ab, wo die Leitungen durchfließen. Und Wasser sollte eigentlich gar nicht warm werden. Also wenn Wasserleitungen ordentlich gebaut sind, dann sollten die so isoliert sein, dass das Wasser wirklich mit der Temperatur aus dem Hahn kommt, wie das Wasserwerk macht. Wasser sollte nicht warm werden, kann natürlich dann erhitzt werden. Aber wenn es im Haus zirkuliert, dann erwärmt sich natürlich ein bisschen. Gut, jetzt gibt es noch eine Frage, kann man Salzwasser in Süßwasser umwandeln? Das geht ja, glaube ich, ne? Gibt sogar große Meerwasserentsalzungsanlagen. Das ist tatsächlich, ist natürlich relativ energieintensiv, wenn man keine Sonne hat, weil man muss es ja erst verdunsten oder muss es rausfiltrieren. Es gibt auch Filtrationsanlagen, aber das geht. Wird, ich glaube, bei Kreuzfahrtschiffen wird es generell so gemacht. Die brauchen ja unglaublich viel Wasser. Das geht. Okay. Jetzt fragen hier gerade Hannes und Heike noch. Können Sie Italienisch sprechen, wenn Sie da in Italien waren? Un pochissimo. Okay, wunderbar. Und wie lange machen Sie das schon? Das macht der Nachbar eben. Also ich selber bin hier im Labor bei meinen Eltern seit 2008. Das sind jetzt 13 Jahre. Beschäftige mich im Prinzip seitdem mit Trinkwasseranalytik. Ja, Chemie studiert habe ich angefangen 1995. Wenn ich das jetzt zusammenrechne, dann sind es schon über 25 Jahre, dass ich mich irgendwo damit beschäftige. So, das ist ja schon eine ganze Weile. Ne? Also ich meine, wir merken ja auch, dass Sie sehr viel darüber wissen. Jetzt kam gerade noch die Frage, wie lange dauert das, wenn ich 5 Liter Wasser durchlaufen lassen soll durch meinen Hahn? Wie lange muss ich warten? Relativ schnell. Also man müsste das mal messen. Ich müsste es messen, aber das müssten 10 Sekunden sein, 20 Sekunden sein, 30 Sekunden vielleicht. Hängt ein bisschen vom Wasserdruck ab natürlich. Aber wäre ja eine schöne Hausaufgabe, dass jeder das für sich mal rauskriegt. Ich probiere es unten gleich mal aus. Okay, super. Dann beim nächsten Mal werden wir das ansprechen. Immer das werden wir danach fragen. Jetzt fragt der Paul eine ganz konkrete Frage. Nämlich in der Lausitz sinkt der Grundwasserspiegel durch den Tagebau. Kann man irgendwas machen, dass der wieder steigt? Na, der wird ja künstlich abgesenkt, damit man an die Kohle rankommt, mit ganz, ganz, ganz großen Pumpen. Also der würde, wenn man aufhören würde, Tagebau zu betreiben, meiner Meinung nach, da bin ich nicht Experte, automatisch wieder steigen. Und man muss dann aufpassen, dass er nicht zu schnell wieder steigt, dass die Löcher nicht instabil werden. Aber ja, ich würde vermuten, wir haben ja generell so in der Lausitz trockene Regionen, wo wir auch ein bisschen vom Klimawandel betroffen sind. Das ist sicherlich auch nicht gut für den Grundwasserspiegel. Aber ich weiß, dass er für den Tagebau künstlich abgesenkt wird. Gut, jetzt schaue ich noch mal ganz kurz auf meinen Zettel. Die Ida fragt noch, wie kommt es vor, dass, wie kann es sein, dass Wasser aus dem Wasserhahn schmutzig ist? Kann nicht sein. Gut, Ida, das kann nicht sein, da stimmt was nicht. Stimmt was nicht. Was manchmal passiert, ist, dass man das aufdreht und das ist so ein bisschen braun ist. In den Leitungen lagern sich, Wasser enthält natürlicherweise auch Eisen. Und wenn viel Wasser durch die Leitung durchfließt, dann lagert sich das so ein bisschen an den Rändern ab und dann spülen die Wasserversorger natürlich diese Leitung. Und durch das Spülen kann es vorkommen, dass so ganz kleine Reste dann irgendwo in der Hausinstallation landen, dort wieder ausfallen, quasi, also erst gelöst sind, wieder ausfallen. Und wenn man den Wasser aufdreht, ist vielleicht der erste Schluck braun. Und genau deswegen wieder kein abgestandenes Wasser trinken, laufen lassen, lieber mal 10 Cent in den Ausguss laufen lassen und dann ist das Wasser perfekt. Okay, super. Und jetzt fragt die Evelyn, aber gibt es das auch mit natürlichen Wasserquellen? Also gibt es irgendwelche natürlichen Wasserquellen, aus denen man bedenkenlos Wasser trinken kann? Selbstverständlich. Die Menschen sind ja so groß geworden. Also ich würde, wenn ich in den Alpen spazieren bin, aus einem Bach bedenkenlos Wasser trinken. Man hat als Mensch auch ein Gefühl dafür, ob man das trinken kann oder nicht. Also wir alle denken an den Bergbach, das kann man trinken. Und wenn ich eine schmutzige Pfütze sehe, dann würde ich es vielleicht erst trinken, wenn es ganz, ganz schön ist. Aber klar, es gibt viele natürliche Wasserquellen, die man trinken kann. Aber
Wenn ich das Wasser aus dem Wasserhahn trinke, dann weiß ich, es gibt den Freitag Stechel oder die Stadtwerke, die das kontrollieren. Wenn ich das Wasser aus dem Bergbach trinke, weiß ich nicht, was hat die Kuh 100 Meter weiter oben gemacht. Deshalb sind wir froh, dass es Sie gibt, Herr Freitagstechel. Es war wirklich toll, wieder auch heute Ihnen zuzuhören. Wir freuen uns schon, dass wir Sie irgendwann vielleicht auch mal wieder Mürsa begrüßen können, weil das natürlich sehr viel toller ist. Wir haben es vorher schon gesagt. Ihre Kinder waren auch dabei, haben auch zugehört, aber die würden wahrscheinlich auch noch gerne nochmal in Mürsa kommen. Vielen, vielen Dank an Sie. Es war wirklich ganz toll. Vielen, vielen Dank auch an das Kinderuni-Team, was das möglich gemacht hat und an alle Eltern und Kinder zu Hause, die vielleicht jetzt auch mal die Kinder zusammen sehen konnten. Das war vielleicht der einzige Vorteil, den wir hatten, dass wir vielleicht irgendwie zusammen, was in der Mürsa nicht geht, das sehen konnten. Wir sehen uns hoffentlich alle wieder im Wintersemester mit neuen Vorlesungen. Wir werden sehen, welchen Format. Nochmal ganz kurz der Wassertropfen. Ich sehe gerade noch bei ihm, ist das denn wohl für heute? Und alle an die E-Mail-Adresse das schicken. Wir können auch gerne mal auf der Kinderuni-Homepage nachschauen. Da werden wir die E-Mail-Adresse auch mal veröffentlichen, wo ihr es hinschicken sollt. Und dann bekommt ihr alle eure Ausweise. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Freitag-Stechel. Und vielen, vielen Dank nochmal alle. Und wir sehen uns im Wintersemester. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.